Okay, Leute, willkommen zu einem neuen Part von Professor Layton. Ich bin krank und Alex ist neben mir. Haben Sie gesehen, Professor? War das nicht dieselbe Dame, die wir zuvor begegnet sind? Das scheint mir in der Tat möglich. Weil jetzt offenbar kann ich perfekt lesen. Sie wirken so abwesend, Professor. Ist alles in Ordnung? Weil du krank bist. Ja. Wie? Ach ja, nein. Alles in Ordnung, Luke. Wenn Sie ja sagen... Oh, schauen Sie nur. Das ist sicher die Treppe, von der Schubbaby sprach. Ich hätte schwören können, dass es Claire war. Aber das kann doch gar nicht sein. Der Premierminister, der vor 10 Jahren verschwand, soll auch im Pagodenturm gefangen sein. Anscheinend steckt mehr hinter der Entführung des Premierministers, als wir anfangs glaubten. Womöglich hat es ihn, wie mich, Luke in die Zukunft verschlagen. Jede neue Enthüllung scheint dafür zu sprechen, dass Zeitreisen tatsächlich möglich sind. Ob es dann wirklich Claire war, die wir sehen oder sahen? Nein. Das würde jeder logisch spotten. Nach jedem schrecklichen Tag ist es völlig ausgeschlossen. Welchen schrecklichen Tag meint er denn? Unsere Helden sehen eine Frau, die Claire, der früheren Freundin des Professors, zum Verwechseln ähnlich sieht. Aber das ist doch nicht möglich, oder doch? Wer kann die Dame nur sein? Ich weiß es! Ob dieses Bronzedenkmal jemanden begründen darstellt, ich schaue mir es mir mal an. Slayton und Luke? Nein, das hat einen anderen Grund. So was, sehen Sie nur, Professor, der Hut hat, das Mann sieht ja genauso aus wie der Ihrer. Ha, allerdings, wenn ich der Mann bin, dieses Denkmal darstellt, bist du dann der Knabe neben ihm? Haha, tatsächlich sieht er mir ein wenig ähnlich. Oh, hier ist der Endschritt, wollen wir mal lesen. Aha, wie es scheint, war der Herr mit dem Zylinder ein bekannter Schriftsteller. Ein Schriftsteller? Kein Professor wie? Nein, aber das wäre jetzt wirklich ein riesiger Zufall. Oh, da steht noch etwas sehr Interessantes. Bis er diesen Jungen traf, war er nur ins Verfassen komplexer weltfremder Werke vertieft. Doch als der Knabe schwer erkrankte, schrieb der Mann eigens für ihn einen Abenteuerroman. Dieses Buch war so erfolgreich, dass er noch viele weitere solcher Werke verfasst. Was für eine herzerwärmende Geschichte. Oh. Nee, das war echt nicht. Oh, aber hier steht noch mehr, ich lese es Ihnen vor. Schließe jedoch, erlag der arme Junge seiner Krankheit. Die wunderbare Freundschaft der beiden aber sollte die Ewigkeit überdauern. Oh, das ist so furchtbar traurig. Eine Runde Mitleid. Oh, aber, nicht alles in der Geschichte ist traurig. Schließlich fanden sie wahre Freundschaft. Oder wahre Liebe. Manche Menschen gehen durch ihr ganzes Leben, ohne dieses Glück zu erfahren. Sie haben recht. Trotzdem ist es unheimlich traurig. Sieh nur, hier steht, zum Denken an ihre wunderbare und ewige Liebe. Was? Wäre es nicht richtig? Wäre es nicht fabel, wenn auch unsere Liebe solche Formosen erreichen würde? Was soll das heißen, wenn? Natürlich ist unsere Liebe wunderbar. Unsere Liebe wunderbar und ewig. Aber Luke, ich wollte dich nicht brüskieren. Gewiss sind wir die allerbesten... Scheiße! Du bist doch nicht wütend auf mich, oder? Wieso sollte ich denn bitte sein? Los, lass uns weitergehen. Oje, Mine. Ja, da hast du dein Schätzchen verärgert. Was? Willst du? Endlich! Weißt du, dieses Denkmal hier? Erinnert sie an ein Rätsel? Präzise! Ich will das jetzt so gleich vortragen. Gebrochene Lanze. Bestimmt ist es wieder was Dummes. Lies mal du mal vor, bitte. Wieso? Ich muss meine Nase sauber machen. Okay. Auf diesem Foto siehst du 4 wackere Ritter in eiserner Wehr und mit geschulterten Lanzen. Eine der Lanzen ist allerdings zerbrochen und wurde vor der Aufnahme des Fotos mit einem Seil notdürftig zusammengebunden. Um wessen Lanze handelt es sich? Natürlich waren alle Lanzen ursprünglich kerzengerade. Ja, Doktor. Fertig? Ja, so hätten wir es besser gelesen als ich jemals. Egal, mal gucken. Warte, welches davon? Muss doch mal lesen. Warte, welches davon war es nochmal? Ich weiß nicht, die. Warte, auf diesem Foto siehst du 4 wackere Ritter in eiserner Wehr und mit geschulterten Lanzen.
Eine der Lanzen ist allerdings zerbrochen, wurde von der Aufnahme des Fotos mit einem Seil notwendig zusammengebunden. Um wessen Lanze handelt es sich? Natürlich waren alle Lanzen ursprünglich kerzengerade. Man kann nur A, B oder C oder D nehmen, ne? Ja. Also es soll so dann aussehen. Muss gucken. Das sieht man bestimmt auf dem Foto, ich weiß es noch. Oder von der, wie die Lanze steht. Das sieht man jetzt nicht. Kannst du mal einfach noch raten, oder? Die hatten vier Chancen. Guck mal. Du musst gucken. Das sieht irgendwie. Irgendwie denke ich, dass die. Okay, die sind nicht auch nicht parallel so. Ja, ist nicht, ne? Ist nicht. Guck aber mal da. Hier ist der Abstand mehr als da. Siehst du das? Stimmt. Vielleicht D? D oder C? Wartet mal. Okay. Wir sagen C. Müsste eigentlich sein. Das Rätsel ist schon so gut wie gelöst. Ja. Okay, gleich kommt das so mit da der Stelle. Das war so ein bisschen. Ja. Das war ein bisschen schief so. Hey. Okay. Dieses Rätsel war auch leicht. Wundervolle Arbeit. Langsam aber sicher war aus dir ein echter Rätselmeister, Luke. Ich dachte, du willst aus dem Busch. Ich dachte, er wollte ihn aus einem Gentleman machen. Das wäre echt ein perfekter Ort für ein verstecktes Rätsel. Der gibt uns ein Rätsel hier. Jawohl. So ein komischer Freak. Hasenzähne. Really? One Piece ist hier. Hey, nun ist es offiziell. Ich bin ein echtes Piratenmaß. Nein. Was? Rätselgenie. Hier, hört euch mal an, was ich erfunden habe. One Piece? Nein. Geschwisterherzen. 35. Jetzt auf mal so schwule Liebe und jetzt mal Geschwisterliebe. Please. Oh nein, Rechnung. Unten siehst du drei Geschwister, A, B und C. Sie sagen folgendes: Ich habe einen älteren Bruder und drei jüngere Schwestern. Ich habe zwei ältere Brüder und zwei jüngere Schwestern. Ich habe drei ältere Brüder und eine jüngere Schwester. Wenn du alle anwesenden und nicht anwesenden Geschwister zusammenzählst, wie viele sind es dann in mindestens? Hä? Wie nicht Anwesende? Ach, die sind nicht miteinander verwandt, ne? Ach doch, drei Geschwister, okay, gut. Ach, deswegen, das ist wohl, so verwirrend, oder? Ah, okay, warte. A sagt, ich habe einen älteren Bruder und drei jüngere Schwestern. Ich habe zwei ältere Schwestern und zwei jüngere. Zwei ältere Brüder und zwei jüngere Schwestern. Drei ältere Brüder und eine jüngere Schwester. Guck mal, mit A sind das, 3, 4, 5. Und bei den anderen darfst du es nicht mitnehmen. Wie kommst du auf 5? Warte. Ach so, ja, insgesamt, ja. Und dann hier, ich habe zwei ältere Brüder. Wieso hat sie auf einmal zwei? Sind die alle miteinander verwandt? Ja, drei Geschwister, deswegen. Ach so. Ich glaube, das soll verwirren. Warte, bis A sind es 5. Zwei jüngere Schwestern, also das zählt nicht. Aber wie soll das mit den Brüdern sein? Eins ist schon klar, über Zahl 15 kann es nicht sein. Das ist schon klar. Über der Zahl 15. Ja. Yeah. Das ist schon klar. Also eine Zahl zwischen 1 bis 15 ist es nur. Mindestens haben die gesagt, ne? Wo steht das denn mindestens? Ist die Frage. Wie viel sind es denn dann mindestens? Ich sag 5. 5? Ja. Probieren. Oder? Okay, dann kann man nur 1 bis 10. Ja, 5. 5. Wenn man logisch denkt. 1 bis so 9. So sollte es stehen. 1 bis 9. Nein! Okay, dann 6. Oder 4. Da muss ich einen Fehler gemacht haben. Ja, schon. Komm. Geschwisterherzen. Schwesterliebe. Oder 4? Warte. Wir können eigentlich jetzt alle Zahlen bis 1 bis 9 ausprobieren. 6. Nein. Ich muss niesen. Gesundheit. Ich habe noch nicht mal angefangen. Egal. 6, 4. Warte. 8,5. Ach, bin ich. Ich hab eine Idee. Ich mach plus dort. Ach, Fragezeichen. Mach mal 4 einfach, oder? Vielleicht ist ja richtig. Ja, das sieht vielversprechend aus. No. Okay, dann ist es 6. Oder 3? Da muss ich einen Fehler gemacht haben. 1 bis 3 kann es sowieso nicht sein. Die Mindestanzahl von Geschwistern? Kann es doch niemals 3 sein. Dann mach 4. Wie hast du doch gerade? Das war 4, ne? Dann 6. So sollte es stimmen. Ja, 6. Okay. Kacke. So gefällt mir Kacke. Das. 699. Es sind mindestens 6 Geschwister. Auf den ersten Blick könnten es auf 5 sein, aber da sagt. Guck, wegen 5! Ist doch sonnenklar, oder? Ja, vielleicht.
Da hatten wir andere Rätsel noch für uns Mitgeschwister. Ihr habt's gelöst, wie gemeint, ihr habt bestimmt geschummelt. Du Wichser, bist dann ja Schummelschurken. Du hast eine Tasse Kaffee. Da war dann keiner Zwerg auf uns. Du hast auch eine Katze noch gesehen, das war so ein komischer Typ da. Ja. Der auch da war. Der war, der war auch im Casino drin. Ein richtiger Kerl lässt sich. Ein richtiger Kerl lässt sich von einem Rätsel nicht ins Boxhorn jagen. Nein, es ist ihm sogar eine regelrechte Freude, sich auf Lösungssuche zu begeben. Sieh da! Sie sind ein Mann, oder nicht? Also los, worauf warten Sie denn noch? Dann noch. Lösen Sie dieses Rätsel. Ich gebe dir was gleich auf die Fresse. Notiz. Notiz? Okay. Als du in deine Wohnung zurückkehrst, siehst du ein merkwürdiges Stück Papier neben dem Taschenrechner liegen. Wie es aussieht, wollte dir dein Mitbewohner wohl etwas mitteilen, ehe er aufgebrochen ist. Auf dem Zettel steht 101 mal 5. Was könnte damit wohl gemeint sein? Gib deine Antwort in Buchstaben ein. Was? Wie viele denn? 3 Buchstaben. Warte mal, 101 mal 5? Wie viel ist das denn? 101 mal 5? 101 mal 5? Mhm. 505? 505. SOS, ja. Ja. Das war schnell. So schnell ist so es so. So sollte es stimmen. Das ist so eine leichte Lösung. Mann, so das ist mickrig. Das. Ey, das ist viel dämlich. Ja. Oh, komm. So schnell haben wir es auch gelöst. Das ist einfach. Endlich eine Antwort. Sie haben zweifellos bewiesen, dass jedes Rätsel auch eine Lösung hat. Dieses Rätsel hat immer eine Lösung. Exzellente Arbeit, werter Herr. Das bescheinige ich Ihnen hiermit. Warte, hier war irgendwo eine Münze. Wie, mehr? Mehr hat er nichts zu tun. Er steht einfach in der Gasse und macht ein Rätsel. Ein Puppel. Achso, nein, er puppelt nicht. Ist das wirklich der Weg nach Chinatown? Hier ist es so dunkel. Ja, Leute, es geht weiter. Du, Blubo, komm. Ist das wirklich der Weg nach Chinatown? Hier ist es so dunkel und unheimlich und feucht. Woher das plötzliche Schaudern? Mein Junge, macht dir das dieser Ort etwa Angst? Wie wackelt mein Standmikro hier? Wie Kabel? Welche Kabel ist da runter? Ach so. Okay. Ich? Angst? Nein, auf keinen Fall. Ich will nur schnell weiter. Bloß weg von mir. Nicht so hart genug. Du kannst ausrutschen. Hoppla! Oh, aua, aua, aua. Ach du Schreck, ich hab's schon gesagt. Professor, finden Sie das etwa lustig? Sie lachen ja. Lächeln ich? Ah, du Sturm. Nichts liege mir ferner. Ist alles in Ordnung? Ich habe nur das Knie auf den Knie gestoßen. Das wird schon wieder. Das ist gerade so eine unwichtige Konversation. Komisch. Ja, sehr gut. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Los, gehen wir weiter. Boah. Fetti Bonbon. Verstecktes Rätsel. Oder auch nicht. Oh nein, es ist kaputt gegangen. Sowas passiert eben, wenn man alles gleich anfassen muss. Aber so fest habe ich es doch überhaupt nicht berührt. Luke. Entschuldigen Sie, ich passe Ihnen in Zukunft besser auf. Das ist wohl angeraten. Aber nun lass uns mal Ausmaster Verwüstung in den Augen schon nehmen. Oha. Das sieht ja interessant aus. Sehen wir mal nach, was auf der anderen Seite auf uns wartet. Aber ist das nicht so etwas wie aus wie ein Sprung? Professor, warten Sie. Hä? Das wusste ich gar nicht. Okay, das ist was Neues. Das kenne ich selbst noch nicht. Ah, das ist also der Pulliskern. Können wir jetzt weiter gehen, Professor? Die Gangs im Casino machen uns sonst noch den Gar aus. Ein bisschen mehr Zuversicht, Luke. Und wird schon nichts passieren. Mag es aber, mir ist ganz und gar nicht wohl hier. Warum sind wir verdammt nochmal hier? Waren wir nicht schon mal hier? Ja, waren hier schon. Ach, das ist dieser. Versteckte Spitze. Ja, wir waren da schon mal, ne? Ja, das mit Luke und so. Ja, genau, der Große, ne? Ja, na, sieh mal ein, da scheint er eine Schräge zu verstecken. Ja, wir waren erst da oben jetzt. Ah, das ist eine Abkürzung. Echt? Lohnt sich ja alles schon so. Dieses Rätsel kann ich gar nicht. Hier siehst du drei seltsame Zeichen: A, B und C. Seltsame Zeichen ist klar. Wenn A eine 63 sein soll und B eine 89, was für eine Zahl soll dann bitte C sein? Es handelt sich ebenfalls um eine zweistellige Zahl, so viel sei verraten. Okay, A ist 63, das heißt, was für einen Sinn könnten die Dinger haben?
81. Was? Wie kommst du drauf? Oder 01. Was? Guck mal, 0 und 1. Da wäre das doch auch. Du musst gucken, was für einen Zusammenhang das gibt. Warte mal. Das könnte 50 sein, das 10 und das 3. Warte, wie kam er bei A auf 63? Ja, deswegen. 50, 10, 3 vielleicht so. Irgendwie sowas. Ich könnte hier auf 89. Warte, was hast du gesagt dazu? Dazu war. Warte, 50, 10, 3. Zum Beispiel, aber nein, bestimmt nicht. Hä, wie kommen wir drauf? Wie kommt man hier auf 89? Das ist das. Warte mal, 63 plus 15 sind? Was? 63 plus 15 sind? 78. 78. Eine Zahl dazwischen, oder? Müsste sein. Oder eine Zahl da höher noch. Nein. Ist es so groß wie das da? Nein, ne? Ist kleiner, ne? Mhm. Ist das so groß wie das? Nein, ne? Doch, aber es ist ein bisschen breiter als das hier. Ja, mal Tipps mal angucken. Ja. Überleg dir, wie die Zeichen und die Zahlen zusammenhängen. Ja, sollen. Vielleicht fällt es dir auf, wenn die Zahlen mit Notizfunktion schreibst. Bringt mir nichts. Nein! Neige doch mal dein ja, Auge, okay. Links. Da fällt dir vielleicht etwas auf. Links. Nach links. Was? Ach so, jetzt sehe ich das. Was? Wo? Guck mal nach. Du musst echt nach links so gucken. So. Hier, ja. Da siehst du den Umriss für 63. Hier. Ah, perfekt. Und 1, 2, 3. Das heißt, es ist 52. 52. 52. 52, gut so. Nicht schlecht. Ich glaube, ich hätte niemals mal Kopf zur Seite geneigt. Ich hab schon mal gemacht, aber mal ich sehen, erkannt ob das. Das stimmt. Ja, wir kommen aber gut voran. Wir haben schon wie viele Rätsel gemacht? Das hätten wir. Vier Stück, oder? Vier oder drei, also mein. Damit wäre die Sache wohl erledigt. Hm. Ey, das wusste ich gar nicht, dass hier ein Geheimweg ist. Und wie kommen wir wieder zurück? So. Ah. Kann ich da raus? Stimmt. Die Tür scheint verschlossen zu sein. Ja, das wusste ich echt nicht. Gut so. Musst du nicht extra so ein. Hä? Nein. Ach so. Man war trotzdem da drin. Ja. Ah, okay. Geh nicht so. Oh, ey, das sind aus wie zwei Boden hier. Hey, Heather, kleiner Mann. War dir so richtig furchtbar langweilig zumute? Mir geht's gerade so. Woher diese Langeweile? Ach, ich habe wirklich rein gar nichts zu tun. Geh pumpen. Aber mit eurem Leben, aber mit meinem Leben weiß ich eigentlich gar nichts anzufangen. Was? Wie meinen Sie denn das? Es ist eine Weile her, da erzählte mir jemand, ich könnte schnell zu viel Geld kommen. Damals war ich arbeitslos. Hartz IV. Also dachte ich mir, wieso nicht? Klingt einleuchtend. Nicht wahr? Ich war auch glücklich mit meiner Entscheidung, bis es tatsächlich losging. Ich musste in einem Stock finsterer Stollen den lieben langen Tag Erde schicken. Ein Elend war das. Klingt ganz so, als ob der Lohn der Arbeit nicht wert war. Was auch immer man ihnen zahlen wollte. Das Schlimmste habe ich noch gar nicht erwähnt. Eines Tages gehe ich nach all der Maloche nach Hause, aber ich finde nicht mehr zurück. So, als wäre auf einmal alles umgebaut, umgestellt, verändert. Oh, das ist ja. Vielleicht sind sie ja genau wie wir durch die Zeit gereist. Wer wie? Was jetzt? Ich kann dir nicht folgen, ich weiß nur, dass ich schon einige Zeit hier draußen bin. Der einzige Lichtblick in meinem verlorenen Dasein sind Rätsel. Hier eine kleine Kostprobe. Gangewusel. Gangewusel. Okay. Ah. Ui, das sieht ja wie ein Ameisenbau aus. Jemand hat unterirdisch ineinander verschlängelte Gänge gegraben. Verdammt, Mann, hier ist runtergefallen. Verbinde jeweils A mit A, B mit B und C mit C, ohne einen Wegabschnitt zweimal zu passieren. Für genau eine Verbindung ist der Weg einmal über den Erdoberfläche zu führen. Welche Verbindung ist gemeint? Okay. Für genau eine der Verbindungen ist der Weg einmal über die Erdoberfläche zu führen. Jetzt könnt ihr einfach raten. Nö, nee, guck einfach. Mach Notiz. Oder ich mach einfach. Also A zu A, B zu B und C zu C, ne? Ja. Ich gehe von hier aus einfach. Das ist A. Okay. Es gibt zwei Abzweigungen. Welchen gehen wir?
Mach mal den unteren. Soll mal schnell das machen? Ich habe schon den Weg gesehen. Und da gibt's wieder eine Abzweigung. Hier. Und da unten. Ich meine auch hier gibt's auch eine Abzweigung. Weil es führt auch wieder, führt dann hier hin, ah. Dann hier hin, hier hin. Der führt zu... Oh, er hat überhaupt... Echt? Warte, ich geh mal so weiter. Der führt zu allem. So. Hier ist Adern, ne? Mhm. Okay. Es gibt mehrere Wege. Ja, es gibt mehrere, aber irgendeine... Hier sind aber drei Oberflächen, das ist das. So wie komisch. Ich könnte einfach raten. Das Rätsel ist so ein bisschen kacke. Oder ich guck mal einfach im Kopf. Einfach nur ansehen, gucken. Okay. Guck du mal, ich muss mal niesen. Wie genau eine davon ist das? Einmal nur? Oder wie? Was denn? Ja, einmal, man darf den Gang nur einmal benutzen. Wie jetzt? Da steht ja, da oben, im mittleren Text. Ohne einen Wegabschnitt zweimal zu passieren. Ach so. Ach so, ja, okay. Ab diesem Moment hätte ich einfach geraten, sage ich dir. Wieso? Ich hätte gar keinen Bock zu denken, guck mal. Okay, was sagen wir? B? Ja. Das Rätsel ist in Kacke. Das Rätsel ist schon so gut wie gelöst. Ja, schade. Mach einfach mal ich C. Ich muss wohl nochmal überlegen. Guck, da steht mal ein Tipp. Man kann einfach versuchen zu raten. Ja, okay. Yeah! Verarsch uns doch! Guck, was raten? Jetzt hab ich 20 weniger! Bitte sei. Das Rätsel ist schon so gut wie gelöst. Ja, okay. Toll, das wäre einfach auch 10 gewesen. Ich wusste es! Nein! Hä? Was sind das für Wege? Ach so, okay. Ich hoffe einfach auf 10 Punkte. Dummes Rätsel. Ja, ist so. Gute Arbeit, kleiner Mann. Ich wusste, du bist ein ganz schlauer. Du erinnerst mich an meinen Sohn. Geiles Kompliment. Er ist ein kleiner Besserwisser, aber im Grunde ein guter Junge. Er war immer ganz eifrig im Lösen meiner Rätsel. Ach, ich könnte ihn wenigstens noch einmal sehen. Ja. Du hast auch deine Probleme hier. Hey, wir sind wohl genau richtig. Hier ist schon die Themse. Tatsächlich, ihr Anblick ist überwältigend wie eh und je. Tja, die Zeit ändert eben nicht alles. Manche Dinge. Hier sehen Sie nur. Der war vorher noch nicht da. Ja, also hast du ihn auch bemerkt. Leuchtturm. Das ist der größte Leuchtturm, den ich je gesehen habe. Und der wäre mir früher ganz schön aufgefallen. Scheint mir brandneu zu sein. Man muss ihn erst vor kurzem gebaut haben. Das war ein Playboy hier. Einen wunderschönen guten Tag, ihr zwei Hübschen. Ist ja Aussicht von hier oben nicht herrlich? Ja, das ist ja allemal. Ich finde sie schlicht atemberaubend. Psst, Professor, schauen Sie sich diesen Mann doch an, ob der nicht auch zu den Gästen gehört? Nun nicht so frech, junger Mann. Wenn du mir etwas zu sagen hast, sag es mir ins Gesicht. Und vor allem habe ich nichts mit diesen schäbigen, gekleideten Rüppeln zu tun. Siehst du diesen Zwergenjunge? Dieser Schnitt, der Anzug ist ein Original. Maßgeführt in Italien. Mafia-Boss hier. Tut mir schrecklich leid, mein Herr. Ich wollte Sie nicht mit solchen Gesindel verbrechen. Nun, wer so oft mit so einer Irren steht, dem sei verziehen. Aber um alle Zweifel zu beseitigen, will ich mir rasch in aller Form vorstellen. Von euch steht Londons feinster, vielster und freimütigster Freigeist. Graham ist mein Name. Ich würde euch ja bitten, ihn nicht zu vergessen, aber das ist unnötig. Mich vergisst keiner so leicht. Ist klar. Aha, feinster, freimütigster, nein, halt. Der Rest ist mir schon wieder eingefallen. Na, entfallen. Aber ihren Namen vergesse ich bestimmt nicht. Versprochen. Ja. Kann ich nicht was suchen? Was? Ich komme vielleicht später noch etwas. Der gibt uns später einen Witz, glaube ich. Okay. Hier wartet ein Typ auf uns, der gibt uns Rätsel. Hier gibt es auch ein verstecktes Rätsel. Juhu. Heute muss ein Glücksfall sein, wir sind auf ein verborgenes Rätsel gestoßen. Ich glaube, nach dem Rätsel machen wir einen Cut. Okay. Konserventürme 1. Das kenne ich nicht. Drei Sorten Konserven wurden willkürlich aufeinander gestapelt. Du musst sie nun so umordnen, dass drei einheitliche Türme entstehen. Das sind doch schon. Jeder Turm soll aus maximal 6 Dosen bestehen? Hä? Wie geht das denn? Bewegst du eine Konserve auf die weitere Dose stehen, so werden praktischerweise alles in einem Zug umgestapelt. Viel zu einfach, sagst du? Dann pass auf. Die Stapel müssten in höchstens 6 Zügen erledigt sein. Okay. Nein!
Immer? Kann ich versuchen? Ja. Oder willst du? Mach du. Alter. Wow. Sonntag. Danke. Ah, scheiße, ich zähle die Züge nicht. Egal. Kannst jederzeit neu machen. Ah, shit, fast. Gesundheit. Danke. Fast. Okay, wie hab ich's gemacht? Wie viele Stapel sollst du machen? 3 Stapel mit jeweils 6. Oh. Ups. War das mitgezählt? Nö, ne? Egal. Hey, so sollte es stimmen. Das hätten wir. Einfach nur probieren. Mhm. So, und wir sehen uns im nächsten Part.